Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 4. Ich bin jetzt hier mal in eine 4 vs 4 Lobby reingejoint, die automatisch verteilt wird. Der gute Maurice ist da am Streamen aktuell und ja, ich wollte einfach mal reinschauen und gucken, wie es läuft. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir im Gegnerteam gegen Maurice. Okay. Wir haben aber Metzger auf unserer Seite, der scheint relativ gut zu sein, hat er noch vorher geschrieben. Die restlichen Spieler kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich spiele die Ruse. Maurice ist übrigens Fruity hier. Nicht wundern. Wir haben einen bunten Mix. Wir haben die Donau. Die neu erstellte Donau. Da gibt es extrem viel Fisch. Das heißt, da bietet es sich natürlich auch an, schon sehr früh sehr stark auf Fisch zu gehen tatsächlich. Ja, das probieren wir auf jeden Fall aus. Ich mache das halt so selten, das ist das einzige Problem, liebe Zuschauer. Das bedeutet, ich müsste natürlich schnell einen Hafen bauen. Das heißt, ich muss sogar am Anfang sehr viel Holz sammeln. 4, 5 Dorfbewohner auf Nahrung lassen, dass ich durchgängig Dorfbewohner bekomme. Gold kann ich als Russ eh anders einsammeln. Und der Rest dann erstmal direkt auf Holz. Einen Hafen bauen, 2, 3, 4 Fischerboote für noch mehr Nahrung. Und dann kann ich ja Stück für Stück auch die Dorfbewohner von der eigentlichen Schafsnahrung abziehen. Und dann richtig schön schon mal in H1 boomen, weil in dem 4 vs 4 rechne ich jetzt mal nicht mit den krass frühen Angriffen, um ehrlich zu sein. Interessant wird jetzt die Teamabsprache. Wie ihr wisst, mache ich das immer so ungern, nur über Chat. Aber ist jetzt in dem Fall mal so. Schauen wir mal, wie das wird. Na, 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 na. Gehst du hier durch? Dankeschön. So, bitte gleich mal ein Haus bauen. Danke. Wir sind aber alle eng aufeinander. So. Wir haben zum Glück hier gleich eine Rehherde, die wir killen können. Ich muss meine Jagdhütte auch noch bauen. Die Frage ist, lieber erst den Hafen dann schnell oder gleich eine Jagdhütte noch hinhauen. Ich glaube, ich baue jetzt lieber erstmal Hafen und gehe auf Holz. Ah, so eine Jagdhütte wäre natürlich auch noch spannend, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo sie mehr bringen würde. Da oben, da unten? Schwierig zu sagen. Ich glaube, hier unten wäre sogar mehr Holz. Ich gehe jetzt mal richtig wirtschaftlich, richtig gefährlich greedy und baue noch die Jagdhütte. Dann hätte ich sie natürlich auch ein bisschen früher bauen können, ich weiß. Aber ja, gut, das ist jetzt einfach so. So, wir gehen noch stärker auf Holz, bitte. 5 sollten auf jeden Fall für die Nahrung erstmal noch reichen. Vielleicht sogar 4. So, jetzt reicht's aber. Okay, hier machen wir dann weiter. Töten hier alle Rehe. Da haben wir auf als Russ ja, jede Menge zu tun. Das sollte ich wahrscheinlich jetzt auch schon den zweiten Speer rekrutieren in der Jagdhütte, die ich gerade baue. Mal schauen, ob da schon jemand ans Wasser geht. Von den anderen. So, Speer wird in Auftrag gegeben. Der darf dann hier unten loslegen. Du gehst bitte hier gleich runter ans Wasser. Gehen die anderen auch schon? Nee. Es geht noch keiner ans Wasser. Weiß nicht, vielleicht kennen die die neue Map noch nicht. Wie wichtig es ist, hier mit dem Fisch schon sehr früh da drauf zu gehen. Tatsächlich. So. Ah, da haben wir unseren Speer. Perfekt. Im Team haben wir hier unten England, Abbasiden, Franzosen. So, dann bauen wir jetzt gleich einen Hafen. Hafen, Hafen, Hafen.
Lauf mal noch darüber. Ja, perfekt, geht's eh nicht. Ein Fischvorkommen werden wir leider verlieren durch den Bau. So. Wir brauchen sogar gleich wieder ein Haus. Ah, ich denke, so langsam sollte man noch mal ein bisschen auf Nahrung gehen, glaube ich. Um ehrlich zu sein. Ja, ich hätte mit zwei Dorfbewohnern, glaube ich, vorgemusst. Das wäre irgendwie besser gewesen. So. Legen wir hier mal direkt los auf die 5. Und wir bauen gleich noch einen zweiten Hafen. Gehen also richtig krass wirtschaftlich hier. Bauen den mal noch weiter hier unten links, bitte. Und ich baue noch eine Jagdhütte hier oben. Ja, wobei, eigentlich muss ich ja wirklich nur auf Dings gehen, auf Fisch. Das sollte reichen. Ja, genau, ich habe jetzt die Lotja Fischerboote hier. Ich hoffe, die passen da alles so hin. Das ist jetzt gerade so mein größter Angstpunkt. Ah, schaut mal, hier ist noch ein guter Punkt. Die Age natürlich alle schon. Ah, ich muss jetzt auch langsam mal ans Agent denken. So. Okay. Ich weiß nicht, wollen die offensiv spielen? Scheint so. Ich age jetzt auch mal mit dem goldenen Tor, bitte. Machen wir mal ein bisschen schneller dafür. So. Na? Ich brauche wieder Nahrung. Okay, Fischerboote werden gebaut. Das sollte, denke ich, fürs Erste reichen. Wir brauchen noch ein bisschen Gold. Und wir brauchen dann mehr Holz noch. Und am besten auch noch gleich wieder ein Haus. Mehr Dorfbewohner. Und... ja, mehr Holz. Wir bauen mehr Fischerboote. So, wir agen auch gleich. Das passt. Gehen wir wieder aufs Holz. Das ist natürlich jetzt alles super wirtschaftlich gespielt. Mal gucken, ob sich's auszahlen wird. Das Blöde ist, wir sind natürlich die erste Angriffsfläche, was super ungünstig ist. Ich muss schneller Tiere töten, fällt mir übrigens auch auf. Haben wir hier noch welche? Ich glaube, ich habe schon da alle getötet, die ich gefunden habe, hier unten. Können wir noch ein paar töten? Rehe sind halt irgendwie am einfachsten, wie ich finde. So, holen wir uns hier gleich noch ein Upgrade. Bauen wir gleich noch einen Stall. Mehr Fischerboote bitte. Und wieder ans Holz. Bauen wir hier gleich noch einen neuen Holzfäller. Na? Dankeschön. Wir noch ein Haus bauen. Dorfbewohner bauen. Ich habe jetzt halt Angst, dass die direkt mit Kriegsschiffen direkt kommen. Das kann ich leider nicht so gut einschätzen. Werden wir dann noch sehen. So, bilden wir mal die ersten Ritter aus. Gehen jetzt mal stärker auf Gold. Ich würde gerne noch einen Kreml bauen, tatsächlich. Bauen wir den mal schön hier. Perfekt. Und einen zweiten Stall hätte ich dann auch noch gleich gerne. Für mehr Kavallerie auf dem Feld dann. Bauen wir den mal noch hier. Mehr Fischerboote.
Ah, das ist nur ein Speer. Ich habe schon kurz Angst bekommen. Kann ich den eigentlich einquartieren? Wahrscheinlich schon. So. Kavallerie ist auf dem Weg. Wird gebaut. Ich würde gerne noch eine Schmiede sehen. Perfekt. Läuft soweit. Gehen wir mal jetzt hier stärker noch aufs nächste Holzfällerlager. Ja, wir brauchen einfach mehr Gold. Ja, danke, danke. Habe ich da unten jetzt schon alle gekillt? Hier war noch ein Tier. Ah, shit. Da habe ich nicht aufgepasst. Lot ihr Angriffsschiffe. Kann ich die nicht einquartieren hier gerade? Hallo? Hä? Okay, die können wir scheinbar nicht einquartieren. Mein Fehler. Brauchen ein paar mehr Kriegsschiffe. Ich habe jetzt nicht so sehr auf Seekontrolle das gesetzt, wie ich es hätte machen müssen. Wie lange dauert denn die Transformation hier? Dann machen wir noch ein paar Angriffsschiffe, bitte. Ja, ja, jetzt werden sie nämlich vernichtet. So. Zurück an die Arbeit. Wir brauchen viel mehr Gold, Freunde. Und ich würde gerne hier mal ein bisschen losreiten. Wo sind jetzt meine Kriegsschiffe? Mitkommen. So. Bauen wir wieder schön viele hiervon. Holen wir noch ein paar Schmiede-Upgrades, bitte. Ach, schau mal, hier sind Wölfe, oder? Ah, ne, das ist leider falsche Seite. So. Ich hab's natürlich nicht so... Hä? Hab ich die falschen Schiffe? Oh nein! Ich hab die falschen Schiffe genommen, oder? Kann das sein? Ich wollte doch die Angriffsschiffe nehmen, sowas Dämliches. Jetzt habe ich mich da wirklich verklickt gehabt. Oh, ist das bitter, Leute. Mal ernsthaft, wie bitter ist das? Das war jetzt leider alles nicht so gut von mir gemacht. Bin halt nicht so der Seefahrer-Typ. Ich brauche mehr. Ah, wir werden da unten schon angegriffen, okay. Upgrade holen. Ich brauche viel mehr Schiffe. Okay, fahren wir hier mal weiter. Schauen wir hier mal zum Gegner. Das Blöde ist, der hat mehr. Da müssen wir uns zurückziehen wieder. Hier ist noch ein Angriffsschiff. Okay, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen vom Holz weg. Doch nochmal auf die Nahrung hier ein bisschen. Die See ist umkämpfter, als ich gedacht habe. So. Da bauen wir noch eine schöne Jagdhütte hin. Wo ist jetzt meine Kavallerie? Die soll mal ein bisschen raiden gehen. Aber wir haben noch gar nichts entdeckt von denen. Das ist ein feindlicher Speer.
Okay. Das erhöhen wir mal. So, schauen wir mal hier nochmal weiter. Wir müssten halt agen. Die anderen sind alle schon dritte Zeitalter und so weiter. Ja, wir können gleich agen. Bisschen Nahrung fehlt gerade. Wir agen bitte mit Kriegermönche, denke ich. Wie sieht's denn da aus? Hey, wo sind denn jetzt hier die Feinde? Beim besten Willen, ich finde nichts. Hier ist mal endlich was. Uiuiui, da haben wir schon große Armeen gegen uns. Da ziehen wir uns mal wieder ein bisschen zurück. Okay, ich würde mal gerne noch auf Stein gehen, bitte. Bisschen mehr Ritterarmee bauen. Und ihr baut mir mal hier vorne eine Frontbase auf. Dann können wir da ein bisschen Druck ausüben. So. Mehr Fischerboote bauen. Okay, alle kein Gold mehr. Ich sehe auch kein Gold, um ehrlich zu sein. Hier ist Gold. Ist da ein Feind irgendwo? Wo sind die Reliquien hier? Hier ist auf jeden Fall eine. Okay, das passt soweit. Holen wir dann noch ein Upgrade. Kriege ich hier noch irgendwas? Ah, schau an. Ein einzelner Dorfbewohner. Die haben jetzt natürlich schon die Angriffsschiffe. Und da habe ich jetzt ein bisschen geschlafen, um ehrlich zu sein. Machen wir mal hier lockt die Angriffsschiffe draus. So. Ja, ja, ich weiß schon, dass wir hier ein bisschen angegriffen werden. So, müssen meine Angriffsschiffe? Ja, perfekt. Dann gehen wir da mal wieder in den Angriff über. Ah, ja, jetzt fehlt mir das Holz natürlich. Jetzt habe ich viel zu viel Holz ausgegeben gerade. Bisschen Miss-Micro hier, meine Freunde. Nur so ein bisschen. Gehen wir mal nochmal hier auf den Holzfäller, bitte. Sind die Schiffe von ihm stärker? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, die haben den Hafen aber jetzt hier noch halb zerstört. Ist da noch ein Dorfbewohner? Der ist, glaube ich, schon längst tot, ne? Shit, der kommt hier mit immer mehr. Ja, mir fehlt jetzt leider sehr viel Holz. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich habe viel zu viel Nahrung. Vor allem brauche ich jetzt auch Holz unten, um eine Basis aufzubauen. Wow, ich age halt direkt ins nächste Zeitalter. Ah, shit. Wie lange dauert das? Dauert noch ein bisschen.
Ich habe natürlich gar keine Upgrades mehr geholt. Ah, zu viele hier. Die Seehoheit ist gebrochen, leider. Aber ich würde sagen, wir agen einfach direkt ins nächste Zeitalter. Na, da fehlt noch ein bisschen was. Agen wir bitte mal hier. Mit. Ah, ich glaube, der Erlöserturm hier würde schon Sinn machen noch. Den bauen wir mal ein bisschen defensiv hier hin. So, wir bauen mal bitte hier ein Front-Dorfzentrum. Und ich würde gerne noch woanders auch noch ein Dorfzentrum bauen. Ich glaube, hier lohnt sich's auch noch. Mein Problem wird es halt leider die Nahrung sein. Hier war ja sogar noch ein Dorfbewohner. Ja, die Seehoheit haben wir leider verloren. Wieso war ich eigentlich der Einzige, der auf Wasser gegangen ist? Auf so einer Wassermap, wo es so viel Fisch gibt, verstehe ich nicht. Hätte ich mir ein bisschen bisschen mehr Hilfe erhofft. Und wo sind eigentlich unsere ganzen Rehe hin? Habe ich die alle ab? Sind die alle weg? Abgeerntet? Stein haben wir, denke ich, erstmal genug. Ich brauche die Rehe jetzt. Gehen wir mal dorthin. So. Ich brauche halt auch Bogenschützen, ne? So viel ist klar. Und ich brauche hier noch ein paar mehr Upgrades. Ah, hier ist ein Wolf. Es zieht sich aber auch hier. Die bauen auch keine große Armee, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, einfach alle wollen das nächste Zeitalter. Ich habe, glaube ich, viel zu wenig Dorfbewohner. So, da bauen wir jetzt mal bitte Schießstände. 4 Stück. 2 Ställe. Und ich habe keine Nahrung mehr. Schlechtester Zeitpunkt ever. Gerade jetzt, wo ich Armee aufbauen möchte. Können wir noch hier irgendwo hin? Ich wollte doch die eine Reliquie holen. Aber ins Kloster mit dir. Habe ich hier unten noch Reliquien, die ich holen kann? Ja. Baut hier bitte das da. Neue Dorfbewohner dann bitte hier hin. Nachdem ich jetzt so vertrieben wurde. Aber wobei, Universität etc. kann ich schon noch gebrauchen. Holen wir uns hier noch ein Upgrade. Das Upgrade noch. Das hier noch. Das Upgrade noch. Im vierten Zeitalter könnte ich halt jetzt schön auf Strelitzen gehen. Ich brauche halt sehr viel Gold. Aber mir fehlt gerade einfach die Nahrung. So, es läuft. Es läuft die Nahrungsproduktion. Teuersten Strelitz. Kostet halt sehr viel Nahrung. Bogenschützen. Ich baue trotzdem mal die ersten Strelitzen auch. Eine Burg hier vorne wäre auch super. Ah, die könnte mich jetzt hier überrennen. Tatsächlich. Ihr sollt erst hier das da noch bauen.
Wartet mal, dann brauche ich doch noch ein Upgrade hier. Jetzt greift uns hier irgendein Speer an. Gibt's ja gar nicht. Die holen sich hier heilige Stätten oder was? Hier, helf mal mit. So. Universität, was kosten da die Upgrades? Chemie wollte ich vor allem, da brauche ich viel mehr Nahrung. Ich kann mal noch mal ein bisschen hier weggehen. Gehen wir mal hier auf die Bären noch. So. Gibt's ja nicht mit dieser Nahrung. Es dauert gerade echt Ewigkeiten. So. Eigentlich habe ich ja schnelle Nahrungssammler. Ich sollte auch noch einen Marktplatz mir mal holen. Das machen wir mal noch, bitte. Marktplatz. Okay, jetzt holen wir uns noch schnell die Chemie, bitte. Dann bauen wir schön Strelitzen. Das ist noch der Plan. Und natürlich aber auch Kavallerie. Oh, shit. Ja, ich bin richtig am Eimer. Auch schnell mehr davon. Jetzt ist natürlich mein Gold auch gleich weg. Und ich habe noch keinen Markt aufgebaut. Okay, baut mal bitte mehr Schießstände. Ziemlich wichtig, schnell auf viele Truppen zu kommen hier. Schön viele Strelitzen, bitte. Okay. Mehr Dorfbewohner. Hier haben wir keine Nahrung mehr. Gehen wir mal noch hier hin, bitte. Und ich brauche natürlich viel mehr Gold. Das ist jetzt gleich weg. Ihr geht dann mal danach hier runter. Okay, jetzt werden schön Strelitzen gebaut. Ah, ich brauche hier noch eine Reliquie. Die hole ich mir noch für mehr Gold. Hier unten wird schon so ein bisschen gefightet. So. Nicht genug Rohstoffe, ja, mir fehlt Gold tatsächlich. Mehr Gold hier unten bitte. Und vor allem brauche ich auch Gold-Upgrades noch. Und dann müssen wir mal mit Handeln anfangen. Und zwar hier rüber. Sehr schön. Also nahrungstechnisch läuft es jetzt. Muss ich eigentlich nur noch auf Gold irgendwie setzen. Ich habe mich jetzt hier natürlich schon ein bisschen krass auf diese Karte aufgeteilt. Vielleicht werde ich das auch bereuen. Ich werde mal noch ein bisschen Belagerungswaffen hier bauen. So. Die werde ich auch noch brauchen. Was war denn meine 4 vorher? Das war, glaube ich, eh der Hafen, oder? So. Der Handel wird gestartet. Ich brauche noch ein paar Häuser. Das müsste eigentlich fast ausreichen. Geht mal noch hier runter. Ein sehr langes Game, aber ich meine, wir haben jetzt gleich eine ordentliche Masse an Strelitzen. Feind dem heilige Städte ein. Was? Das darf ich aber nicht zulassen. Das werde ich aber mal schnell verhindern. Apropos, das könnte ich auch einfach einnehmen, die heilige Stätte hier. Ja, da unten habe ich jetzt leider ein paar Problemchen. Okay, nee, das ist unser
unsere Farbe hier, die eine Mauer baut. Was ist mit Tengil eigentlich? In unserem... Nee, Gegnerteam. Wieso wird mir hier nichts angezeigt? Komm, 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 stürmt, bevor die heilige Stätte eingenommen wird. Und tot. Sehr schön. So. Strelitzen werden weiterhin gespammt. Dann machen wir mal einige Routen. Und wir holen uns gleich hier noch ein paar Upgrades. Ich brauche mehr Holz auf jeden Fall. Das ist noch sehr wichtig. Holen wir uns noch Upgrades. Ich glaube, ich habe jetzt fast alle wichtigen Upgrades, oder? Wo war denn hier mein Goldlager? Hier noch. Gibt es hier noch irgendwo eine Reliquie eigentlich? Ich glaube nicht. Zwei Stück haben wir. Wir haben auch genügend Dorfbewohner. Ein paar Händler könnten wir noch gebrauchen. Da fehlt jetzt aber das Holz. Du nimmst mal noch das hier ein. So. Was haben wir hier? Trefferpunkte von Belagerungsmaschinen? Ja, gerne. Bewegungsgeschwindigkeit ist dann zwar noch nice to have, aber nicht so super wichtig. Ihr geht nochmal hier aufs Holz. Ihr baut hier mal noch eine Jagdhütte hin. Verteidigen Sie alle heiligen Stätten. Ach, haben wir schon alle heiligen Stätten unter unserer Kontrolle? Ach, es gibt nur zwei. Ja, krass. Okay. Bauen wir hier mal noch ein paar Routen. Ich bräuchte mal noch mehr Stein tatsächlich. Ich habe ein bisschen sehr viel Nahrung. Gehen wir mal bitte hier noch ein bisschen auf Stein für Mauern und so weiter. Hier ist auch noch Stein. Warte mal, Blau pusht doch hier schon. Nice. Ne, halt, stopp. Blau ist unser Feind. Mein Fehler. Das ist hier seltsam mit den Teams. Genau, Blau ist ja Maurice sogar mit Elite-Rittern. Okay, da habe ich aber auch meine noch ein bisschen so dagegen. Hole ich mir jetzt nochmal mein Upgrade. Okay, ich habe zu viel Bevölkerung. Werden wir hier ein bisschen wieder was löschen tatsächlich. Ich hätte gern ein bisschen mehr Armee. Ein paar Bombarden helfen immer. Ein paar Rutten noch dazu. Ja, und dann kann man sich eigentlich nicht mehr beschweren. Ich brauche noch mehr Strelitzen, glaube ich. So. Passt soweit. Dann können wir hier gleich mal einen Vorstoß vielleicht wagen. Was ich noch brauche, ist mehr, falls ich auf Kavallerie wieder schwenken muss. Mehr Militärgebäude an sich brauche ich. Na, jetzt habt ihr es aber nicht gebaut. So. Die Holzproduktion müsste mal wieder ein bisschen besser laufen. Na gut, ein bisschen mehr Nahrung brauche ich noch, aber hier gibt es kaum noch Nahrung. Das ist alles gleich weg. Wir könnten hier nochmal hingehen. Natürlich sind jetzt alle gerade gleichzeitig hier weg. Und ich habe kein Holz gerade für mehr Nahrung. Da unten hin. So. Ja, ich würde sagen, dann greifen wir mal ein bisschen an. Pushen wir mal ein bisschen vorwärts. Schauen, was sich noch so ergibt. Schön langsam und mit Bedacht. Pushen wir jetzt hier mal voran. Ich muss jetzt wieder auf Nahrung kommen. Ach ja, Universitäts-Upgrades bräuchte ich noch ein paar. In der Schmiede auch. Das ist nur ein Speer, ist irrelevant. Wo waren meine Universitätssachen noch?
Biologie holen wir uns noch für unsere Kavallerie. Habe ich mittlerweile eigentlich alle Upgrades, die ich brauche? Hier, nee, habe ich eben noch nicht. Die habe ich aber. Oh, hier fehlt mir auch noch ein wichtiges, okay. Jetzt gehen wir mal bitte auf Felder. Und hier auch noch mal ein bisschen auf Felder, das sollte eigentlich reichen fürs Erste. Ah, schau mal, hier sind doch sogar schon welche. Greifen wir hier mal ein bisschen an. Ah, hier ist noch was, sehr schön. Okay, weiter vorrücken hier. Okay, jetzt habe ich echt zu viele Dorfbewohner hier auf Gold. Vor allem, weil ich auch noch ein paar Händler habe. Schauen wir mal, was wir mit dieser winzigen Armee alles ausrichten können. Vor allem brauchen wir einfach mehr Strelitzen. Die Kavallerie wird leider nicht so viel reißen können hier. Mal schauen, wie gut meine Bombarden sich hier schlagen. Sind hier Oh, weg, 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 weg. Ich glaube, die machen meine Strelitzen, machen die down, oder? Kann das sein? Ich glaube, meine Strelitzen machen die down. Wieso hat der Triebböcke eigentlich? Ich brauche wieder mehr Truppen. So. Hier ist eine Bombarde, die mir in den Weg läuft. Wieso wird diese Bombarde nicht vernichtet? Hallo? So. Jetzt brauche ich wieder mehr Nahrung. Machen wir mal hier oben noch weiter. Hier noch ein paar Felder hin. Zack. Ja, Gold ist weg. Geht's ihr mal bitte hier auf die Nahrung? Okay. Baut das hier. Ja, wir haben den ersten erledigt. Das sieht höchst erfolgreich aus, liebe Zuschauer. Schöne Strelitzen im Late Game. Und das Wahrzeichen haben wir zerstört. Machen wir mal hier weiter. Der Burggrafenpalast ist hier auch noch. Brauchen einfach noch mehr Truppen. Angriff. Angriff. So. Sehr schön, Wirtschaft läuft. Dabei habe ich gar nicht so mit den Dorfzentren. Ja gut, irgendwann habe ich es dann doch schon geschafft. Wie es sein sollte. Okay, das müsste jetzt aber reichen. Ah, wisst ihr was? Ich habe hier nie gehandelt, Leute. Ich hält. 100 Gold tauschen. Holen wir uns nochmal ein bisschen Ressourcen ab. Und noch ein bisschen Holz, bitte. Danke. Wurden wir gewollolot? Ich habe nicht aufgepasst. Nee, wurden wir nicht. Das sind aber Reliquien, die wir nutzen können. Ja, dann. Ab da runter, ne? Ich würde ja auch gerne nochmal zu Maurice vorrücken. Schnell. Ich laufe mal zu Maurice hin. Was machen die eigentlich Schönes? Ich weiß es gar nicht genau. Schauen wir mal zu Maurice vorbei kurz. So einen kleinen Gruß da lassen. Ich
Lagerungswerkstatt. So, jetzt komme ich mir endlich mal bei ihm an. Mit ein paar Rittern. Da wird GG geschrieben. Oh, das sind viele Rehe. Okay. Ja. Da können wir auch GG schreiben. Gutes Game. Da ist es vorbei. Da haben wir gewonnen. Sehr schön. Schönes Match. Schönes 4 vs 4. Ehrlicherweise war es ein bisschen 1 vs 1. Ich habe so für mich gekämpft auf der linken Seite. So, ja, alleine. Also ich habe die anderen nicht wirklich bemerkt. Ich muss auch zugeben, ich habe mir ja viel Gedanken über Teamabsprache gemacht. Es gab bei uns einfach keine. War auch in Ordnung. Hat gereicht. Schauen wir mal schnell hier. Dorfbewohnerzahlen. Oh, die gingen ja bei mir am Ende nochmal richtig ab. Alles klar. Warte mal kurz. Wirtschaft. Die meiste Wirtschaft hier hatte Cupcake mit Nahrung. Krass. Okay, unsere Wirtschaft war gar nicht so gut, ne? Also beim Holz hatten wir ziemlich viel. Beim Gold waren wir mit 39.000 auch der zweitbeste. Also unsere Wirtschaft war schon echt in Ordnung. Da kann man nichts sagen. Wir waren, glaube ich, im guten Mittelfeld. War ein sehr schönes Match hier. Militärisch gesehen. Jo, haben wir die meisten Kills gemacht. 134, sehr gut. Also über die linke Flanke konnten wir schön die Gegner überrennen. Das hat mir gefallen. Tengil hat auch sehr viele Kills gemacht. Das war, glaube ich, dann unser direkter Gegner jetzt, oder? Wenn ich mich nicht völlig täusche, weil wir halt auch stark angegriffen haben. Wir haben auch 107 verloren, wir haben auch 9 Gebäude zerstört. Sonst haben viele Kills gemacht, noch Metzger und Maurice. Genau. Und auch Wild Code. Ja, sehr schön. Okay, ja. Wir hatten ein bisschen viele Dorfbewohner, aber dann zwischenzeitlich wieder gelöscht, oder? Das haben wir ja hier. Genau, haben wir wieder gelöscht. Hat dann schon gepasst. Anzahl Militär war bei uns auch schon immer hoch. Und dann hatten die anderen mal ein bisschen mehr. Alles klar. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. War ein schönes Video mit den Russ. Schönes, ja, bis eher Late Game mal orientiert. 4 vs 4. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.